Der gestrige Handelstag war aus meiner Sicht eine Art Warnschuss, denn das lange dominierende Motiv, beste aller Welten, Superkonjunktur, Boom, dazu Notenbanken, die weiter dovish sind, weiter also eine ultralaxe Geldpolitik fahren, gute Unternehmensergebnisse, alles super, beste aller denkbaren Welten, dass dieses Narrativ ein bisschen angekratzt ist durch die neuen Wachstumssorgen. Man merkt, die Bäume wachsen offenkundig nicht in den Himmel. Wir sehen vor allem in Asien, aber auch in anderen Regionen nach wie vor Probleme mit Corona, mit der Delta-Variante. Und das trübt so ein bisschen diese Euphorie. Und das hat man gestern gesehen. Und nach meiner Auffassung haben wir gestern auch eine Art Blaupause für die Sommermonate erlebt, nämlich Volatilität. Man schwankt zwischen Flucht in die Sicherheit, die wir gestern zeitweise sehr stark gesehen haben, und dann wieder, Mensch, alles halb so schlimm, macht euch mal locker, so schlimm wird es nicht kommen. Schauen wir uns mal die Ereignisse an. Hier oben sehen wir den S&P 500 Future zur Eröffnung, massiv unter Druck. Hier unten sehen wir, das war der viertgrößte Downtick, also die Anzahl der Aktien, die gefallen sind bei der Handelseröffnung in Relation zu den steigenden seit 31 Jahren. Und wir sehen dann diese Bodenbildung beim S&P 500 unter der 4300er Marke und dann der doch wieder impulsive Anstieg, der dann aber wieder ein bisschen abverkauft wurde zum Handelsende. Wenn wir uns die Indizes mal anschauen, nicht so viel passiert. Dow Jones 3/4% im Minus, S&P 500 knapp 1%. Nasdaq 0,72%, die Renditen sind ja gefallen, normalerweise nicht so schlecht für den Nasdaq und die Tech-Werte, aber gestern war es eben nicht so. Wir sehen die Small Caps derzeit eben doch deutlich schwächer, minus 1,24%, und der WIX deutlich nach oben gegangen. Wenn wir uns mal die Branchen anschauen, die gestern noch einigermaßen davon gekommen sind, dann sind das all die defensiven Sektoren wie Real Estate, also Immobilien, Utilities, Versorger, die ohnehin derzeit auch von der internen Struktur sehr, sehr gut aussehen. Wir sehen dann die Wachstumsbranchen, die Reopening, die Boombranchen, die eigentlich davon profitieren müssten. Materials, Industrials und Financials ganz am Ende. Financials, weil eben Folgendes passiert ist, oder das kommt gleich in der Grafik. Also Finanzwerte schwach, weil eben die Renditen fallen, weil die Zinskurve sich verflacht. Hier sehen wir mal das saisonale Muster für den S&P 500. Und da sind wir eigentlich jetzt, treten wir so langsam ein, ab Mitte Juli. Vielleicht bekommen wir jetzt nochmal eine schöne Erholung. Auch in der nächsten Woche ist ja saisonal extrem günstig eigentlich diese Zeit. Umso überraschender für manchen vielleicht diese Schwäche gestern. Aber wir bekommen so einen seitwärts leicht nach unten gerichteten Markt normalerweise. Und bisher hält sich der S&P 500 doch relativ gut an diese saisonalen Muster, bevor es dann im Oktober deutlich nach oben geht. Das zumindest wäre das Muster. Vielleicht haben wir jetzt eben gestern so eine Art Vorgeschmack darauf bekommen, was im Sommer passiert. Volatilität, vergleichsweise dünne Umsätze, man schwankt hin und her zwischen Euphorie und, naja, Flucht in die Sicherheit. Hier sehen wir das, was ich vorhin angesprochen habe. Die Zinskurve hier anhand der zweijährigen und der 30-jährigen US-Staatsanleihe, die verflacht sich deutlich. Die Spreads gehen zurück, die Break-Evens gehen zurück. Hier die 30-Jahre-Break-Even-Rate, also die Inflationserwartungen, die in diesen Märkten eingepreist wird, geht deutlich zurück, weil man eben jetzt sagt, oh, das mit dem Wachstum, das wird vielleicht doch nicht so toll. Und wir haben ja diese Warnzeichen schon länger gehabt. Etwa durch die Marktbreite, dass wenige Aktien eigentlich im Aufwärtstrend handeln und die großen Tech-Werte den Markt letztendlich oben gehalten haben. Und wir sehen, dass vor allem die Yen-Kurse, also dass der Yen als vermeintlich sicherer Hafen hier deutlich zulegen konnte, zeigt, dass offenkundig die Japaner schon Gelder aus dem Ausland abgezogen haben, und die Amerikaner haben auf der anderen Seite, nämlich die amerikanischen Konsumenten, nochmal richtig Gas gegeben. Wir haben jetzt Consumer Borrowing, also praktisch die Konsumentenkredite mit dem größten Anstieg ever oder der größten Summe, 35,3 Milliarden im Mai. Das hat man dann im Juni genutzt, offenkundig, dieses frische Geld, um Aktien zu kaufen. Also da haben die Amerikaner nochmal richtig zugeschlagen, haben sich vollgesogen mit Kredit. Aber jetzt kam gestern ja diese Meldung. Wells Fargo hat seinen Kunden gesagt, dass sie alle persönlichen Kreditlinien, also praktisch individuell vereinbarte Kreditlinien, erstmal kündigen wird. Das ist für manche
ein ziemlich herber Schock. Diese Kredite waren meistens so im Volumen zwischen 3.000 und 100.000 Dollar, etwa wenn jemand seine Wohnung ein bisschen renovieren will oder so. Der Zinssatz, und das ist, glaube ich, relevant, schwankte zwischen 9,5 und 21,5%. Also wir haben null Zinsen, aber für solche Kredite muss man mindestens 10% berappen. Offenkundig wird Wells Fargo das jetzt zu riskant. Warum verabschiedet man sich aus dieser ganzen Geschichte? Ist das ein Zeichen, dass mit dem US-Konsumenten etwas nicht stimmt, dass die Banken vorsichtiger werden? Erklärt vielleicht auch diese ganze Reverse-Repo-Geschichte. Da ist ja viel Geld, was Banken oder Geldmarktfonds eigentlich ja an andere verleihen könnten. Das wird lieber bei der Fed geparkt für einen Mini-Zinssatz, der 0,05% beträgt. Also das ist vielleicht eine sehr interessante, eine sehr wichtige Message, dass hier der Zweifel doch da ist. Da werden jetzt bestimmte Sicherheitsprogramme auslaufen, Kündigungsschutz aus Wohnungen wird auslaufen, all diese Dinge, die in der Pandemie eben als Sicherheit eingezogen wurden durch die Regierenden, die werden bald enden. Unemployment Benefits, also die Arbeitslosenunterstützungen, all das ist endlich. Jetzt hat Daly von der San Francisco Fed gesagt, ja, das ist schon ein ziemliches Risiko jetzt für die globale Wirtschaft, für die Recovery, für die Erholung der globalen Wirtschaft, was wir hier mit dieser Delta-Variante sehen. Und wenn wir unten mal uns die Grafik anschauen zu eben dieser Delta-Variante, sehen wir, dass die Zahlen vor allem UK, Spanien und Portugal nach oben gehen. Jetzt aber zum Beispiel Holland mit über 5.500 Fällen. Das ist für ein so kleines Land schon eine ganz herbe Zahl. Größter Anstieg seit Mai. Wir haben Südkorea, wir haben viele Länder. Südkorea mit neuem Hoch, auch in Japan geht es nach oben. All das schlägt sich nicht nieder, wirklich in Todeszahlen und Hospitalisierungen, aber es zeigt eben, dass die ganze Geschichte nicht so einfach wird. Jetzt im Hochsommer haben wir diese Zahlen. Was kommt dann im Herbst, wenn sozusagen die Jahreszeit dann ungünstiger wird? Also das sind die Sorgen, die sich hier manifestieren, die dann letztendlich symbolisch, als gestern Japan mitgeteilt hat, die Olympiade ohne Zuschauer, das war vielleicht dann mental auch irgendwie so ein kleiner Rückschlag für die beste aller Welten-Theorie. Jetzt jedenfalls hat Pfizer angekündigt, dass man eine dritte Impfung jetzt versuchen wird, sich genehmigen zu lassen. Das würde den Schutz erhöhen. Es wird sicherlich nicht zum finanziellen Nachteil von Pfizer und BioNTech sein. Und wir haben jetzt Daten aus China. Verbraucherpreise interessanterweise 1,1%, leicht rückläufig im Vergleich zum Vormonat. Und auch die Erzeugerpreise mit aber immerhin noch 8,8%. Etwas geringer als, oder der Anstieg etwas geringer als im Vormonat, die Zahlen aus dem Juni. Aber man sieht hier diese krasse Differenz. Erzeugerpreise steigen 8,8%, die Verbraucherpreise nur 1,1%. Da haben dann die Firmen leicht ein Margenproblem. Apropos China, wir haben jetzt Berichte, dass die USA weitere chinesische Konzerne auf die Blacklist setzen wird wegen Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang. Das ist das eine. Das andere sind ja diese Probleme mit den chinesischen Tech-Konzernen. Gestern die Absage eines IPOs, eines chinesischen IPOs an der Wall Street. Also da sehen wir, dass die Dinge sich nicht unbedingt entspannen, um es vorsichtig zu formulieren. Heute jetzt dann das Treffen der G20-Minister. Da wird man über diese Global Tax Deal sprechen, also diese Mindestbesteuerung für Unternehmen. Erstaunlich, dass man sich darauf einigen kann. Ansonsten können die sich nicht mal auf einen gemeinsamen Muttertag einigen. Aber das geht. Die Frage ist, wie relevant ist hier diese Steuer wirklich? Da gibt es ja so viele Ausnahmen. Da muss ein Unternehmen erstmal saftige Gewinne machen, etc. etc. Also mal sehen, wie wirklich wirkmächtig das ist. Und wir haben gestern ja ein neues Inflationsziel von der EZB bekommen, die gesagt hat, ja, wir würden ein Überschießen erstmal zulassen, ohne die Geldpolitik zu ändern. Jetzt hat man gesagt, wir werden unseren Plan, wie wir aus dieser ultralaxen Geldpolitik aussteigen, das werden wir jetzt einmal ein bisschen nach hinten verschieben. Echt jetzt? Das hat mich schockiert, das hat mich überrascht, dass man da jetzt echt so eine Verschiebung macht. Ja. Also damit war nicht zu rechnen. Aber, meine Damen und Herren, wir haben Marcello Mastroianni, nein, das ist Marcello Fracher, der gesagt hat, die neue Strategie der EZB ist kein Bruch
Mit der Tradition der Bundesbank. Na, das steht voll in der Tradition der Bundesbank, Marcello. Das hast du als einziger richtig gut erkannt. Was ihm fehlt, dem Marcel, ist noch ein bisschen mehr mit Klimaschutz, gell? Also Notenbanken und Klimaschutz, das gehört ja für mich, ist der ureigenste Auftrag einer Notenbank. Vielleicht noch ein bisschen Gender Equality, gell? Ein bisschen Geschlechtergerechtigkeit, das wäre auch ein wichtiger Auftrag, ne? Und Vielleicht noch andere Aufträge, vielleicht fällt Ihnen noch irgendein Auftrag ein für die Geldpolitiker, die mit Geldpolitik nichts zu tun haben. Gell? Also der Marcello, der hat es wieder total gerafft. Und gerafft haben wir es auch gestern bei der Serie Boom und Bust. Das Inflationsgespenst ist zurück. Wenn Sie es noch nicht gesehen haben, dann können Sie es abrufen bei YouTube, dem oder unserem, dem Kanal Finanzmarktwelt YouTube. Einfach da drauf gucken oder auch bei uns auf Finanzmarktwelt. Da ist der Link da. Das ist damals ja oder gestern ja live passiert, aber Sie können eben sich praktisch diese Aufzeichnung da nochmal angucken. Es würde mich freuen. Bisher war die Resonanz sehr gut, fand ich. Viele Anregungen, viele Fragen. Danke für diejenigen, die es gesehen haben. Es war mir eine Ehre, eine Freude und jetzt entlasse ich Sie zunächst mal in diesen herrlichen Freitag. Ich sage Servus und Ciao.